Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute wende ich mich an Sie erneut als Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, der DIVI. Weihnachten steht vor der Tür. Dieses Weihnachten kann und wird nicht so sein wie immer. Genau wie das gesamte Jahr 2020 mit der Corona-Pandemie uns alle vor große Herausforderungen gestellt hat, die wir bisher irgendwie meistern konnten. Wir in den Krankenhäusern, den Notaufnahmen, den Normalstationen und vor allem auf den Intensivstationen blicken mit sehr großer Sorge auf die geplanten Lockerungen um Weihnachten und Neujahr. Aus großem Respekt vor dem Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger, wenigstens Weihnachten halbwegs normal verbringen zu können, haben wir uns bisher in der öffentlichen Debatte zurückgehalten. Dennoch zeigen die aktuellen Infektionszahlen und vor allem die Sterbezahlen, dass der derzeit beschrittene Weg des Lockdown-Lights zwar ein dramatisches, noch höheres Infektionsgeschehen verhindert hat, die Zahlen aber weiterhin auf außergewöhnlich hohem Niveau verlaufen. Das Robert-Koch-Institut hat am heutigen Morgen, dem 9.12.2020, innerhalb von 24 Stunden 20.815 neue Corona-Infektionen und 590 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Ein neuer, alarmierender Höchststand. Die täglich gemeldeten Infektionszahlen sind seit Wochen auf einem sehr hohen Niveau und es ist die bedauerliche, aber logische Konsequenz, dass damit auch die Sterbezahlen an und mit Covid-19 ebenfalls stark angestiegen sind. Wir wissen aus anderen Ländern sehr genau, dass fest etablierte Feiern, wo viele Familienmitglieder und Freunde zusammenkommen, zu einem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen an SARS-CoV-2 geführt haben und führen. In Kanada trafen sich am 11. Oktober diesen Jahres beim Thanksgiving-Fest viele Familien und Freunde traditionell zum gemeinsamen Feiern. Am 11.10. lag die tägliche Infektionszahl bei 1.636 Fällen in Kanada. 12 Tage später hatten sich die Infektionszahlen verdoppelt. Diese Zahlen sollten uns eine Warnung sein. Die Empfehlung der Nationalen Akademie der Wissenschaften, der Leopoldina, vom gestrigen Tag sprechen sich angesichts der aktuellen Situation für einen harten Lockdown aus. Mittlerweile haben auch einige Bundesländer ihre Strategie geändert. Andere rücken von den geplanten Lockerungen um Weihnachten und Neujahr nicht ab. Hier sehen Sie die Effekte eines Lockdowns in Irland. Die grüne Kurve zeigt den eindeutigen Effekt der harten Maßnahmen in Irland auf die erhebliche Abnahme der Infektionszahlen. Parallel dazu kommt es in Deutschland nach dem Beginn des Lockdown Light zwar nicht zu einem weiteren exponentiellen Anstieg der Infektionszahl, aber die Infektionszahlen liegen, wie Sie wissen, weiterhin und auch wie die Grafik zeigt, auf einem unerfreulich hohen Niveau. Unsere große Sorge ist, dass mit dem Weihnachtsgeschenk der Lockerungen der Corona-Regeln an die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes im Nachgang die Infektionszahlen im Januar wieder deutlich ansteigen werden und wir dann als Folge dieses Infektionsgeschehen in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen einen erneuten und dramatischen Anstieg der schweren Behandlungsfälle Mitte Januar zu erwarten haben. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Mitarbeitenden in den Notaufnahmen, den Normalstationen und auf den Intensivstationen sind seit Monaten einer enormen Belastung ausgesetzt, die sich gerade im November und jetzt im Dezember erheblich verschärft hat. Wir befürchten, dass die körperlichen, aber auch psychischen Kräfte nicht mehr lange ausreichen, diesen enormen Druck auszuhalten und die Belastungen zu meistern. Deshalb möchten wir Sie unabhängig von möglichen Beschlüssen der Bundesregierung und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten um Folgendes bitten. Beschränken Sie Ihre Kontakte in den kommenden Wochen auf das Allernötigste. Verzichten Sie Weihnachten und auch Silvester und zwischen den Jahren auf die gewohnten Feiern im Familien- und Freundeskreis. Schützen Sie die gefährdeten Personenkreise wie alte Menschen, Menschen mit angeborenen oder erworbenen Abwehrschwächen, Menschen mit chronischen Erkrankungen, also alle Personen,
die bei einer Infektion mit dem Coronavirus einen möglicherweise ernsten Krankheitsverlauf haben werden. Auch wenn es schwerfällt. Damit können Sie verhindern, dass es zu Infektionen, zur Infektionsausbreitung und schlimmstenfalls zu einem Krankenhausaufenthalt von Ihren Angehörigen kommt und, was noch viel schlimmer wäre, zum Versterben mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. Wenn Sie sich treffen, versuchen Sie möglichst die Grundregeln des Infektionsschutzes, die AH+L+A-Regeln, zu beachten. Abstand halten, Hygiene beachten, Altersmaske tragen sowie regelmäßig lüften und die Corona-Warn-App nutzen. Diese Regeln sollten, soweit es möglich ist, auch bei Feiern im engen Familien- und Freundeskreis berücksichtigt werden. Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte, das Servicepersonal in den Krankenhäusern, werden wie jedes Jahr ihren Dienst an Heiligabend, den Tagen danach und zu Silvester in den Krankenhäusern, den Notaufnahmen, den Intensivstationen verrichten. Dieses Jahr wird für viele Mitarbeiter in den Krankenhäusern besonders anstrengend werden. Deshalb bitten wir Sie sehr um Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis und Ihr fortgesetztes Engagement zur Bekämpfung des Coronavirus. Haben Sie vielen Dank und bleiben Sie gesund. Ihr Uwe Janssens.